Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Modus. Wir gehen wieder ins Burg rein. Welcome to Nova. So, wir gucken mal. Heute wieder dabei Amon Lukas und der Leander. Wir machen zu dritt 4 gegen 4. Ist wieder der PvE-Modus, wurde dafür gewotet und dann nehmen wir den auch. Wir könnten statt Sakura-Blume ihn nehmen. Das glaube ich nicht verkehrt. Ich würde aber lieber den Nimbus mitnehmen. Wir starten mit 4 Anglern. Als unsere Mega Frontline. Ja, ist wirklich ganz entspannt. Dieser PvE-Modus, man muss sich keinen Gedanken drüber machen, was schickt man. Man kann sich darauf konzentrieren, auf seine Einheiten. Auf seinen Worker. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Perfekt auch für Einsteiger, um das zu auszuprobieren. Ich werde keinen weiteren Worker bauen. Weil die anderen am Anfang nicht so stark sind. Muss ich da ein bisschen aufpassen. Pass auf, wir machen das so. Und das reicht. Aber hier hat man den Vorteil. Hier hat man den Vorteil einfach, dass die Leute ja nicht überlegen können, was sie mir schicken, sondern es wird automatisch geschickt und jeder kriegt das Gleiche. Ja, da hat der Elite Archer es nicht geschafft. Da muss man dann noch eine Einheit platzieren. Aber sehr gut für meine Angler, damit die mehr Erfahrung bekommen. So, sieht alles ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber so ist das Leben. Ich hätte den nach hinten noch ein Stück platzieren können, dann wäre das hier sehr gut gewesen für den Grawl. Aber es macht nichts. Ich nehme das erstmal so hin. Habe jetzt auch keine großartigen Tanks, noch nicht. Aber der Knochenmagier sollte vollkommen ausreichen, um die Welle 3 zu schaffen. Ja, die anderen kriegen gute Erfahrungspunkte. Ja, Mana, Erfahrung, wie auch immer. So will ich das sehen. Das ist schon fast voll, der eine. So, wir könnten entweder noch einen Worker bauen oder noch mehr Angler. Ich könnte auch hier noch einen platzieren, so. Und den auch noch voll werden lassen. Passt dann besser mit meinem Grawl zusammen. So, drüben ist Leander und auf der linken Seite ist Amon Lukas. Er hat Double Login genommen, so wie ich das gesehen habe. Gucken wir nochmal rein. Nö, nee, Erneuerung. Okay. Ja, ich liege ein bisschen zurück, was die Worker angeht, aber auch nicht viel. Alles ganz entspannt. Ich spare mir jetzt aber das Geld, damit ich einen Angler aufwerten kann. Unheimlich wichtig. Ich vermute mal, dass jetzt wieder geschickt wird vom automatischen Send.
Deswegen kann ich ruhig einen Blocker reinpacken. Vielleicht mache ich dann sogar noch einen zweiten. Je nachdem, wie es läuft. Und dann kann ich so Stück für Stück die Angler alle aufwerten. Ihn als zweites, dann ihn. Alles ganz entspannt. Ja, schön Mana sammeln, so will ich das sehen. Ja, mit den anderen Kopfgeldjäger muss man am Anfang ein bisschen sparsamer sein, was sein Geld angeht, weil die sind richtig schwach am Anfang, die werden erst später stark. Man sieht ja schon den Unterschied zwischen dem kleinen und dem größeren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Goldenen Nimbus haben wir noch, den können wir hier da vorne platzieren. Wir können die Priesterin des Abgrunds noch reinpacken. Alles ganz entspannt. Die Angler werden erstmal richtig hochgepusht. Jetzt können wir zum Beispiel für die nächste Runde eine Wurzelqualle hinstellen. Auch extrem wichtig. Ich schaue mal lieber mal noch einen Worker rein. Wurzelqualle reicht dann trotzdem noch aus. Ja, aber hier muss ich auch gar nicht gucken, was schicke ich auf den anderen, weil ich schicke ja nichts. Interessiert mich nicht. Dann können wir noch einen aufwerten. Und dann war's das. Jetzt werden die wahrscheinlich wieder schicken. Aber ich habe eine Wurzelqualle. Alles entspannt. Er hat schon 72. Nicht schlecht. Oh, Maulwurf. Gerade die Wave ist sehr gut, um Mana zu sammeln, weil diese kleinen Midi-Schleime bringen auch noch Mana. Ist super gut, dass der angegriffen wird von ihm. Er wird knapp. Schaffe ich nicht. Ja, wir haben alle durchgelassen, aber die anderen auch, wie es aussieht. Da ist keiner zur Verteidigung da. Aber wenn ich dann einmal die Kingpins aufgewertet habe, dann kann ich extrem gut Worker pushen. Er ist auch schon fast voll. Ich werte ihn auf. Hat schon 80, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall für die Wraith mit dem Großvater brauche ich den Nimbus. Sonst schaffe ich den nicht. Ja, rechts ist natürlich der Split übelst schwach, weil da nur diese drei Mini-Skelette stehen. Sehr gut, schön Mana sammeln. Immer weiter, immer weiter. Oh, da ist einer durch. Ich gucke immer automatisch, ob was geschickt worden ist, aber das sehe ich ja selber. So, also auf 9 wird geschickt, auf 10 wieder nicht. Das heißt, wir werten ihn auf. Wir können tatsächlich den Nimbus schon platzieren. Für nächste Runde unheimlich wichtig. Und dann würde ich das einfach hier noch mit Wurzelquallen auffüllen und keine Skelettkrieger mehr platzieren. Ich könnte hier noch einen platzieren. Aber es muss nicht sein. Das lasse ich lieber. Kriegen jetzt auch schon wieder ein Fürst des Todes.
Der wäre gut um den Sturmjäger drum rum, wenn er dann der Leviathan ist, werden die Drachen auch stärker. Einen Worker kann ich reinholen, gar kein Problem. Ob ich das jetzt schaffe oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Das sieht ganz gut aus. Ah, schaffe ich nicht. Schade. Aber Lukas ist blau. Okay, eine riesengroße Priesterin des Abgrunds ist der Plan. Gar nicht schlecht. Wir könnten den Nimbus aufwerten. Mach ich. Weil so alles andere kann ich später immer noch machen. Kann jetzt erstmal Rocker holen. Ja, werden nur drei sein, weil der Großvater ja nur 150 gibt. Das ist schon echt gut. Der Laser ist unheimlich wichtig gerade für ihn, wenn er down geht. Aber er hat ja nur magischen Schaden, außer die eine Ratte. Also noch bin ich nicht so ganz davon überzeugt, muss ich ehrlich zugeben. Das ist auch noch nicht voll. Ja, Pulverisierer wäre nicht verkehrt. Kampfnamen ist aber auch nicht schlecht. Wir nehmen auch Kampfnarben. Kampfnarben sind echt gut. Priesterin rein. Den werte ich noch auf und hole noch einen Worker. Na, ist auch fast voll. Ja, hat schon fast 100, das ist sehr gut. Der Split ist immer noch so schwach. Aber ich konzentriere mich lieber erstmal auf die linke Seite. Die ist wichtiger. Diesmal wird es nicht so viel Mana geben, weil die einfach nur größtenteils abwehren müssen. Easy. Easy abgewehrt. Können wir langsam ein paar Worker mit aufwerten. Schade, dass er auch noch nicht voll ist. Mach mal so. Ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt haben wir ordentlich Worker nachgeladen. Jetzt sind wir schon bei 30. Oh, Pulverisierer auf ihn. Auch nicht verkehrt. Ich nehme immer gerne den Elite-Archer, weil er drei Leute angreifen kann. Ja. Das ist ja auch trotzdem sehr gut, weil er mega schnell angreift. Aber ich bin trotzdem lieber für den Elite Archer. Ich bin da mehr so ein Fernkampffreund. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Die jeweiligen Seiten. Das schaffe ich natürlich nicht mehr. Dann holen wir einen Worker, ja.
Weil noch mehr will ich jetzt auch nicht bauen von den Skelettkriegern, die sind jetzt irgendwie scheiße. Später bringt die kaum noch was. Okay, ein Ogre. Der kleine Angler war sofort tot. Da muss mein Nimbus viel machen. Schaffe ich nicht. Kriege ich den Ogre wenigstens noch down? Nö. Leider nicht. Ja, die hat schon mal 3. Ja, wir können mehr Worker bauen. So. Jetzt können wir tatsächlich hier die Wurzelquallen aufwerten. Da fehlt halt immer noch was. Ja, der ist mir eigentlich egal. Die sind mir wichtiger. Warum hat er das? Also ich habe nicht auch alle gleich viel Leben. Egal. 43 Worker. Oh, so war der nächste Send. Ich dachte tatsächlich, die warten jetzt noch eine Runde. Aber dann ist es so. Die Wurzelquallen halten gut ab. Ja, sieht nicht gut aus. Aber ich warte am liebsten möglichst lange für meine Kingpins. Auf 16 sind die sowieso am fettesten. Warte ich lieber auch gerne ein bisschen länger. So, wir werten hier auf. Und dann bin ich für die Wave gut abgesichert. Er hat fast 120 erreicht. Hier sind auch wieder starke Einheiten am Start. Doppelgänger, die Heilige Rächerin, Feuerfürst, Eiersack. Fürst des Todes. Ja, ja, ich ignoriere den soweit. Die anderen waren mir jetzt wichtiger. Muss auch ein bisschen Worker nachladen. Aber ich werde das mal aufwerten. Ihn jetzt. Dich werte ich auf. Ah, der ist fast voll. Ich werde jetzt hier mal aufwerten. Fertig. Sieht doch schon ganz gut aus. Ich will maximale Kingpins haben. Ja, wird es wahrscheinlich auch. ...940, das tut weh. Werde ich wieder nicht halten können. Oh, hat schon 8 Stacks. Ja, doch. Kämpft sich gut hoch. Ah, hier drüben ist aber auch alles durchgekommen, außer einer. Einer hat geblockt. Und hier bei uns hat Amolukas geblockt.
und lernen das noch am Kämpfen. Mit dem Voreis. Aber ich glaube, es wird er verlieren. Ja, Voreis ist viel zu stark. Auf Dauer. King 2 vor Eis kommt es auch nicht an. Hm. Müssen Worker reinholen. Viele Worker müssen wir reinholen. Holy shit. Ich weiß mal, welche bauen sollen. So, wir werden jetzt hier aufwerten. Zack. Komm, wir machen den groß. Wir machen den einen groß. Ich kann jetzt auch nicht noch länger warten. Ich muss Worker aufbauen. Ich liege ganz schön weit zurück. Ja. Aber Lukas sagt, er würde nicht mehr als 100 Worker empfehlen. Macht auch Sinn, weil am Ende hat man so viel übrig gehabt. In der letzten Runde habe ich es ja gesehen, dass da nicht wirklich viel rumgekommen ist. Oh, das habe ich im Sack. Gar kein Problem. Ah, ich kann noch holen. Die beiden müssen sowieso raus. Wir könnten noch eine Kanone mit reinnehmen, aber magischer Schaden ist trotzdem nicht da. Wir könnten höchstens die Gatlinger noch mitnehmen. Mehr Auswahl habe ich jetzt nicht. Ein bisschen ärgerlich. Ich würde hier einfach noch einen platzieren, den kann ich hier immer noch aufbauen zum zur Königskralle. Ja, jetzt wird schon so viel Lithium abgesaugt und ich habe immer noch was übrig. Ist schon verrückt. Ich muss jetzt die Kingpins aufwerten. Hab keine Wahl. Vulkankanone. Aber durch die Kingpin-Aufwertung bin ich gut nach oben gekommen wieder. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, auf so einen hohen Wert zu kommen, aber jetzt wird übelst geschickt. Schwierig. Aber die Kingpins sind für 19 perfekt. Auch wenn jetzt hier richtig reingeknallt wird. Die halten gut aus, das ist sehr schön. Auch wenn ich es vielleicht nicht blocken kann komplett, habe ich sehr gut abgewehrt. Sieht gar nicht schlecht aus. Die Vulkankanone ballert alles weg. Ja, sehr gut. Sehr schön. Habe ich auch nur wegen den Kingpins geschafft. Weil ich die aufgewertet habe. Schauen wir mal hier. 17. 31.000 Leben. Das ist schon krass.
Aber jetzt haben wir nicht noch mehr Worker. Aber Lukas hat schon recht. Gerade jetzt bringt sowieso nicht noch mehr zu holen. Wenn 12 Einheiten gehen. Ja, die regeneriert sich halt übelst fett. Mana-Regeneration, Lebensregeneration. Da ist immer mal ein 1600er hier dabei. Hey. Abgewehrt. Ah ja, es hat ein bisschen gedauert. So, was werten wir jetzt auf? Auf jeden Fall ihn. Ihn werte ich auf. Und dann können wir noch Nimbus bauen. Ich darf ihn noch nicht ganz so weit vorne hinstellen. Aber gerade für die nächste Wave, für den dicken hier, sind die natürlich super stark. Weil es nur ein Ziel gibt und die lasern dann alle da drauf. Holy shit. Mana Regeneration. Geht sich mega hoch. Guck mal hier rüber. Jetzt wird sogar nie sie nur angegriffen. Heilt sich die ganze Zeit hoch wegen der Mana Regeneration. Aber auch einige Tore und Forst des Todes am Start. Hat es natürlich auch. Krass. Ja. Alle aufwärt. Wir gehen weiter auf Richtung Goldener Nimbus. Weil die später super stark sind. Die Kingpins sind auf jeden Fall schon eine gute Frontline mit den Wurzelquallen. Ja, die sind so. Im Weltgame sind die Kacke. Aber Vulkankanone ist da. Das ist schon echt gut. Statt den Wurzelquallen hätte ich auch den Dachs noch platzieren können. Die sind ungefähr gleich. Dachs halt ein bisschen schwerer. Und ein bisschen Tank hier, ob dafür teurer. Und die regenerieren halt. Auch nicht verkehrt. Ah, Alter, die lasert übelst. Wie viel hat die 26? 45.600 Leben. Die macht alle alleine weg. Ja, der Attack Speed stackt sich halt jedes Mal hoch. Und wenn durch die Pegasusse das Mana hochgeht die ganze Zeit, macht schon extrem viel aus. Plus 1270. Aber er hat auch schon sehr früh die Rocker erreicht. Alter, wie viele sind das? Kann man das sehen irgendwo? Nee. Aber wir sehen es, wenn wir draufklicken auf die Azeria, sind 26. Kann man so ein bisschen gucken. Rechts bin ich. Links aber Lukas. Guckt euch das Healing an. Attack Speed mal 4, mal 5, mal 6, irgendwie sowas dazwischen. Mana fast immer voll, übelstes Healing. Bei mir sieht es gar nicht gut aus. Gehalten. Ich bin down. War nicht stark genug. Drüben ist nur einer durch. Man muss schon aufpassen, dass die wirklich sehr weit vorne steht.
Einfach damit man sicher geht, dass sie angegriffen wird. Wir könnten einfach noch die Wurzelquallen aufwerten, die wir hier haben. So. Platzieren wir einfach nochmal einen Dachs, weil ich einen habe. Beziehungsweise können wir den auch hier so hinstellen. Machen wir so. Können wir ihn vielleicht nochmal aufwerten. Die Wave sollte nochmal ganz gut werden. Die nächste ist dann wieder brutal. 27. Mal 7 Attack Speed. Mana ist fast immer voll. Krasser Shit. Aber wenn man dann ein paar Voreis geschickt bekommt, sieht es anders aus. Die ist zwar sehr gut darin, sich gegen zu heilen und kriegt auch weniger Schaden durch die Arkanen Verteidigung. Aber darf man halt nicht vergessen, dass Voreis immer stärker wird mit jedem Angriff. Und da wird es dann hart. Aber die muss auch angegriffen werden. Gerade mit Kampfnarben übelst fett. Oh, hat aber gut zu kämpfen aktuell. Das geht wieder nach oben. So, dieser erste Impact, der kommt mit den ganzen Angriffen, ist glaube ich so das härteste. Aber danach ist Healing einfach zu stark. Sieht man ja. Bei der Menge an Leben. Ich habe ja auch schon mal die Giant Azaria gespielt. Kann euch ja mal das Video verlinken dazu. Könnt ihr es euch angucken. Ich bin raus. Und die ist fast voll geheilt wieder. Echt brutal. Der andere ist auch raus. Da wird noch gekämpft. Holy shit. Man kann die ganz schwer anwählen, ganz schwer. Das ist so riesengroß, du wirst wahrscheinlich trotzdem diesen kleinen Punkt erwischen. Fast 50.000 Leben. Das ist brutal. Ja, das dauert seine Zeit. Hier drüben ist so lange durchgekommen, so ein bisschen was zum King. Aber nicht viel. Ah, hat trotzdem 15% gezogen. Ach, da unten war noch was. Jetzt muss er alleine kämpfen, ohne Mana. Regeneration, Pegasus sind weg. Und die Voreis gehen drauf. Ja, kann sie nicht gegenheilen. Weil doppelt Voreis. Schaden steigt immer weiter. Down. Ja, wir haben die Runde zumindest nochmal überstanden. Danach wird es eklig. Wir könnten natürlich auch davon noch ein paar bauen. Also zwei Stück und mehr nicht. So, aber das Bild ist jetzt sowieso egal, weil es kommen so viele, die drücken sich einfach durch. Die 1700 Safe, bei mir ist aber nichts runtergegangen. Ich glaube, es wird immer am Ende, wenn die Runde zu Ende ist, wird das dann abgezogen.
Das ist abartig, der Attack-Speed. Ich schaff das schon nicht. Die anderen haben auch schon Probleme im Gegnerteam. Ja, diesmal ist meine Verteidigung nicht so stark wie in letzter Runde. Da hatte ich viel mehr zu bieten. Das wird hier noch geblockt. Aber nächste Runde wird brutal. Nächste Runde. Welle 26. Da wird es zu Ende gehen. Aber 26 ist echt schon hart. 26 ist brutal hart. Und dann wird noch ein Mega-Send gemacht. So, 2300. Wurde noch nicht abgezogen. Holy shit. Ja. Ja, mal sehen, ob Arme Lukas hält. Ich werde es auf keinen Fall. Wir sind hier mit minus 7000 dabei. Oh, 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 oh. Ich kann sie nicht anwählen. Jetzt. Wo hat den ersten Impact doch noch überstanden? Aber er braucht wirklich die Pegasusse, damit das funktioniert. Damit er genug Mana bekommt. Aber ich bin als erster down mit meinem Team. Okay, das ganze Gegnerteam ist down, er wird halten. Holy shit. Hatte ich zu viel versprochen. Vor dem Game hat er mir gesagt, er zeigt mir den stärksten Bild, den es gibt. Zumindest hier für PvE oder 4 gegen 4. Victory. Krass. Das war eine sehr interessante Runde, muss ich sagen. Das war's aber für heute mit Legion TD2 im 4 gegen 4 PvE Modus. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Ich verlinke es euch hier. Habe ich Giant Azeria gespielt. Guckt es euch an. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.